Hey Leute, willkommen zu meinem ersten Lava-Video. Ja, ich habe euch ja angekündigt, dass ich so etwas machen möchte. Und ja, hier ist das erste Lava-Video. Ich sitze dann halt immer auf dieser Couch oder vielleicht auch mal unten bei meinen Eltern auf der Couch. Ich weiß es nicht, nicht wundern, warum ich etwas leiser rede, denn es ist jetzt schon dunkel, meine Eltern schlafen auch schon. Na, ich würde nicht sagen, es ist mitten in der Nacht, aber es ist 23:29 Uhr, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, und meine Eltern, also ich weiß nicht, ob sie schon schlafen, aber auf jeden Fall sind sie schon im Bett. Und vielleicht gucken sie auch noch Fernsehen, aber ist mir auch egal. Aber ich habe mir gedacht, dann werde ich mal heute das erste Lava-Video drehen. Und ja, dass es dunkel ist, tut mir halt leid. Also ich habe leider keine Lichter, also die ich aufstellen könnte. Und deswegen wird das Licht auch sehr schlecht sein. Und ich habe halt auch kein Tageslicht oder so, weil es halt schon dunkel ist. Aber egal, ich mache es einfach. Und diese Videos sind halt manchmal ungeplant und manchmal geplant. Kommt halt drauf an. Und ja, dann rede ich einfach mal drauf los. Also dieses heutige Lava-Video geht um Hater und Abonnenten, meine Videos. Und sowas halt, keine Ahnung, also halt so ein bisschen, ne? Also, ich betreibe ja YouTube jetzt schon mittlerweile seit einem Jahr oder so. Und, also ich glaube, im Juni, Juli oder August 2012 habe ich, glaube ich, damit angefangen. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Wie gesagt, ihr seht schon, dieses Video ist recht ungeplant. Aber egal. Deswegen sehe ich auch aus wie keine Ahnung wer, aber das wird bei diesen Videos immer so sein, dass ich einfach nur aussehe wie, weiß ich nicht, weil es ist einfach so ein Lava-Video. Ihr könnt euch was zu essen nehmen bei diesem Video, also ihr könnt jetzt Stopp drücken und dann könnt ihr euch was zu essen holen oder einen heißen Tee oder keine Ahnung. Und dann schaut ihr euch dieses Video an, weil diese Videos werden wahrscheinlich immer ziemlich lange gehen. Ja, auf jeden Fall betreibe ich ja halt. Betreibe ich, wie auch immer, YouTube ja schon so circa seit einem Jahr. Und also beziehungsweise aktiv, denn ich habe, ich weiß nicht, die Leute, die meine älteren Videos nicht kennen, für die sage ich das jetzt einfach nochmal. Ihr müsst euch auch meine älteren Videos nicht angucken, weil ich muss sagen, dass sie sehr peinlich sind. Aber egal, ich muss halt sagen, dass ich halt aktiv seit einem Jahr YouTube betreibe, denn ich habe damals auch schon mal Videos hochgeladen. Also bevor ich damit aktiv angefangen habe, da hatte ich auch schon mal ein paar Videos hochgeladen und auch ja, einfach reingestellt, so ein paar vereinzelt. Das war halt nicht so aktiv. Und das Schlimme war aber einfach mal, dass ich mich von, also sie waren natürlich sehr schlecht, glaube ich, diese Videos. Aber die Sache war einfach mal die, dass ich mich damals habe von einem schlechten Kommentar, habe ich mich sofort runterziehen lassen und habe mir gedacht, dieses Video ist doch sau schlecht. Tja. Zum Beispiel das erste Video, was ich auf diesem Kanal hier hochgeladen habe, das ist zum Beispiel eines der älteren Videos noch, also das, wo ich noch nicht so aktiv YouTube gemacht habe. Und das werde ich auch nicht löschen, weil das habe ich mit meiner Welt allerbesten gemacht. Und mag sein, dass das ziemlich peinlich ist. Aber ich sag mir so, das ist so das erste Video, was ich auch drin gelassen habe, wo ich mir gesagt habe, komm, das ist eine Erinnerung und vor allen Dingen, weil bei mir gehen ja immer die Speicherkarten und die Festplatten kaputt. Und deswegen finde ich das schön, dass ich das, weil ich habe es nicht mehr auf einer Speicherkarte oder auf einer Festplatte, weil das ja schließlich verloren gegangen ist. Aber dafür habe ich das noch bei YouTube und deswegen bin ich froh, dass ich das dort drin gelassen habe. Weil eigentlich hatte ich euch auch mal vor, damals hatte ich eigentlich gesagt, dass ich euch vielleicht mal ein paar Videos zeigen möchte, die ich damals mal hochgeladen habe und dann sofort rausgenommen habe. Aber da ja dann meine Festplatte und so kaputt gegangen ist, konnte ich euch das halt nicht mehr zeigen. Deswegen, und das wird vielleicht häufiger bei mir noch passieren, dass bei mir Speicherkarten und Festplatten kaputt gehen. Deswegen könnte es sein, dass vieles verloren geht. Und deswegen bin ich oft immer froh, dass ich YouTube habe und dort halt ein paar Videos sind, die man halt sich dann dort nochmal angucken kann. Natürlich kann ich halt nicht private Videos hochladen, die ich halt auch nicht hochladen möchte und was halt auch Internet und alles angeht. Aber es ist halt so, dass ich, auch wenn es halt diese privaten Videos, die dann halt verloren gehen, das,
Technik merkt, dass das Video so ungeplant, mir fällt oft nichts ein. Naja, dass ich dann die Videos halt leider wirklich verliere, aber da kann man halt nichts machen. Ja, und ich habe mich halt damals von einem schlechten Kommentar total runterziehen lassen und dachte, meine Videos sind ja echt scheiße. Aber, und dann habe ich die Videos dann immer rausgenommen, weil ich so dachte, scheiße, diese schlechten Kommentare haben mich halt runtergezogen, wo ich jetzt mittlerweile so denke, entweder wenn ich merke, dass diese Person schon öfters unter meinen Videos irgendwas Schlechtes geschrieben hat, aber ich erzähle dazu euch gleich noch was, dann blockiere ich die Person gleich. Also außer das ist zum Beispiel jetzt, sag ich mal, irgendwas, was mich wirklich persönlich angreift und das richtig krass, dann blockiere ich diese Person sowieso. Dann heißt, muss sie nicht unter mehrere Videos schlecht schreiben, reicht schon unter eins, weil dann wird die Person sowieso blockiert. Aber so lösche ich dann, ich meine natürlich, ihr denkt euch wahrscheinlich, warum löscht du dann die schlechten Kommentare und so? Das ist ja dann denken ja die Leute wirklich, da kommen nur gute Kommentare unter deine Videos. Aber ich sag mir so, ich will mich einfach von diesen schlechten Kommentaren nicht runterziehen lassen und lösche sie dann einfach. Natürlich, du kannst 1000 gute Kommentare kriegen, merkst dir aber trotzdem das schlechte Kommentar. Aber ich lösche es einfach damit, natürlich, es wird vielleicht nicht aus meinem Kopf rausgelöscht sein. Einige wahrscheinlich schon, weil die Kommentare bekomme ich unter viele Videos und die haben einfach keinen Sinn, wie zum Beispiel, das Video ist scheiße. Naja, und das ist halt so, dass ich dann halt bei den Kommentaren dann sowieso den Überblick verliere, aber ich sag mir so, diese ein paar vereinzelte Kommentare, diese schlechten Kommentare, ich habe sie zwar gelöscht, aber im Kopf sind sie abgespeichert. Ist natürlich scheiße, aber ich meine, ich finde es besser, als würde ich es mir ständig durchlesen. Und ich bedanke mich bei allen guten Kommentaren natürlich. Und ich weiß auch, dass wenn ich mir jetzt zum Beispiel meine früheren Videos angucke, dass sie nicht sehr gut waren. Natürlich, wenn ich jetzt irgendwann, wenn ich mir dieses Video in 2 Jahren angucke, denke ich wahrscheinlich auch, wie schlecht dieses Video denn hier ist oder beziehungsweise war. Denn man entwickelt sich ja irgendwo weiter. Ich meine, wenn ich mal überlege, ich habe am Anfang mit einer Webcam gefilmt und jetzt mittlerweile filme ich schon mit einer richtigen Kamera. Also das ist schon, die Qualität hat sich gebessert, der Ton hat sich gebessert. Vielleicht wird sich auch bei mir irgendwann mal dieses Licht verbessern. Vielleicht, ich überlege mir, ob ich mir mal so ein Lichtding kaufe. Also ihr wisst doch, was ich meine, oder so ein Scheinwerfer. Weil dann habe ich vielleicht auch besseres Licht, weil das ist ja sonst auch total doof. Und ja, ich sag mir immer, man verbessert ja, also man wird ja irgendwo besser, man lernt ja dazu und deswegen werden ja auch die Videos besser und vielleicht werden ja auch sogar die Bearbeitungsprogramme besser. Also ich habe immer noch das Gleiche, was ich schon früher genutzt habe, aber vielleicht sieht es ja in 2 Jahren ganz anders aus und ich benutze in 2 Jahren, keine Ahnung, sogar irgendein Bearbeitungsprogramm, was kostenpflichtig ist. Weil ich habe mir mal überlegt, sowas zu holen, aber ich weiß noch nicht, mal gucken, wenn ich irgendwann mal Geld dafür habe, dann werde ich das natürlich machen. Ja, und ich sag mir, ich gucke mir ja oft, also oft werden ja noch Kommentare geschrieben zu den schlechten Videos, also von früher diese Videos. Und dann lese ich mir die immer durch und denke so, wollen die nicht einfach mal auf das Datum gucken und gucken, ob diese Person vielleicht schon ein neueres Video hochgeladen hat und vielleicht ist dieses Video ja besser. Ich weiß selber, wie schlecht meine alten Videos waren. Ich meine, jetzt sind die wahrscheinlich auch nicht so viel besser, aber sie sind schon besser als früher. Und ich sag mir auch mal so, es gibt richtig viele, wenn man mal guckt, so wo man einfach nur einen Daumen hoch und einen Daumen runter kriegt. Und dann gibt es richtig viele Leute, die einfach so einen Daumen runter gegeben haben. Und natürlich, ich habe euch zwar gerade gesagt, dass ich die schlechten Kommentare lösche, aber ich kann euch eins sagen, und das müsst ihr mir einfach glauben, dass so viele Daumen runter, die ich bei manchen Videos bekomme, nicht mal als Kommentare dastehen. Denn ich weiß gar nicht, warum die Leute, das ist so dieses, weil einmal sind diese Daumensachen einfach mal anonym und da können die runter, hoch machen, wie auch immer, wie sie halt wollen. Und da könnten die theoretisch, es gibt ja oft so Leute, die einfach einen nicht mögen und dann einfach sich das Video nicht mal angucken und sofort auf Daumen runter klicken. Da gibt es ja oft diese Leute, auf die ich sowieso scheiße, aber egal. Und ich sag mir halt so, dass ich das so doof finde, wenn die Leute einfach nur einen Daumen runter geben und dann mir in die Kommentare gar nicht schreiben, was denn an diesem Video scheiße war. Ich benutze so viele Ausdrücke, ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ja, und ich finde es einfach besser, wenn die Leute mir wenigstens sagen, ja, das und das war doof oder das und das war doof. Ich weiß auch nicht, warum die Leute da nicht einfach sagen, also sagen, damit ich, weil ich bin ja, ist ja nicht so, dass ich anfange zu heulen oder so bei einem schlechten Kommentar. Ich bin kritikfähig und ich kann das, vielleicht kann ich dann damit arbeiten oder daran arbeiten. Zum Beispiel, wenn man sagt mir, die Bildqualität ist scheiße. Okay, das ist sowas, was ich selber weiß, also zum Beispiel bei meinen früheren Videos oder die Tonqualität und so.
Da will ich ja auch dran arbeiten, aber zum Beispiel, dein Konzept war scheiße oder du redest zu viel scheiße. Zum Beispiel hier bei diesen Lava-Videos, wenn jetzt hier irgendwo kommt, du redest zu viel, dann sage ich mir, das ist wieder so ein unnötiger Kommentar, weil das ist ja extra so ein Lava-Video. Und ja, ich habe mir das ein bisschen, sage ich mal, abgeguckt von den Jungs von Ape Crime. Die hatten damals immer so eine Lava-Ecke, die haben sie mittlerweile ja nicht mehr. Aber die hatten halt damals so eine Lava-Ecke. Ich weiß nicht, ob sie das irgendwann mal wieder machen. Und sowas wollte ich halt auch machen. Aber ich will halt über. Ich muss, will es halt alleine machen. Und naja, vielleicht habe ich auch mal so eine Lava-Ecke, wo ich es mit jemandem zusammen mache. Mal gucken. Naja, und manche Sachen werden von mir auch geplant sein und manche halt nicht. Wie auch immer, auf jeden Fall muss ich halt sagen, dass diese Kommentare, wo mir nicht gesagt wird, was dann an meinen Videos doof ist und ich daraus nicht lernen kann, ist dann immer so ein bisschen, damit kann ich halt nichts anfangen. Und dann kann ich auch diesen Fehler, den ich in diesem Video anscheinend gemacht habe, nicht verbessern. Das ist so, ihr könnt mir ruhig Daumen runter geben, das finde ich nicht schlimm, aber ihr solltet mir dann schon sagen, was an diesem Video doof war. Ihr könnt auch sagen, das Video ist scheiße, aber dann müsst ihr mir wirklich sagen, was daran scheiße ist, weil sonst kann ich damit nichts anfangen. Das ist so, dann stehe ich so auf Leeren, dann ist immer so, das Video ist doof. So. Ja, schön. Jetzt das Komplette oder nur weil ich einfach mal vor der Kamera stehe oder das Thema, was ich gewählt habe oder ich weiß es nicht. Es ist so, so sau doof irgendwie, dass mir das dann keiner sagt und dann, naja, deswegen lösche ich diese Kommentare einfach, außer wirklich, wo dann halt geschrieben wurde, ja, der Ton ist doof und sonstiges. Und die Kommentare habe ich wirklich gelassen und ich antworte ja auch theoretisch so gut wie auf jeden Kommentar. Und deswegen kann ich sagen, dass ich halt wirklich so, na, wie heißt das, wirklich halt diese Kommentare lasse. Da könnt ihr einfach mal, ja, jetzt guckt euch die alten Videos nicht an, aber guckt einfach vielleicht in den Kommentaren, außer ihr wollt es nicht, aber dass ich dann wirklich die Kommentare drin gelassen habe, wo mir gesagt wurde, was daran doof ist. Und dann habe ich halt dort geantwortet drauf, weil ich bekomme ja noch nicht so viele Kommentare, dass ich nicht auf jeden einzelnen antworten könnte. Und naja, auf jeden Fall bin ich halt froh, dass ich so viele Abonnenten habe und deswegen lasse ich mich auch von diesen schlechten Sachen nicht mehr runterziehen und ich sage mir auch, ich will meine alten Videos, die ich jetzt mittlerweile scheiße finde, nicht löschen, weil das ist irgendwo auch eine schöne Erinnerung. Man sieht auch, wie man angefangen hat und sich dann irgendwo gesteigert hat und verbessert hat, weil ich denke mal schon, dass meine Videos besser geworden sind, als wie sie früher waren. Ich denke mal, das kann auch keiner leugnen und ja, also ich bin auch ganz zufrieden eigentlich mit mir und ich bin auch, naja, was heißt stolz, aber ich hätte, anfangs hätte ich nie gedacht, dass ich so weit komme. Also wirklich, ich habe wirklich gedacht, ich habe ja niemals darüber erstmal nachgedacht, YouTube-Videos zu drehen. Und irgendwann habe ich halt gesehen, dass die Leute wirklich daran Spaß haben und dass ich habe ja schon immer gerne vor der Kamera gestanden und Videos gedreht oder weiß ich und Bilder gemacht. Also ich habe generell schon immer gerne Sachen gemacht mit der Kamera. Und ich habe dann halt gesehen, dass man halt so YouTube-Videos drehen kann und dass das halt voll cool ist. Und dann dachte ich so, das mache ich auch einfach mal. Und dann hat mir das einfach echt viel Spaß gemacht. Natürlich hab ich anfangs wirklich nur mit einer Webcam gefilmt, wo dann die Qualität wirklich wahnsinnig schlecht war. Aber mittlerweile sage ich so, bin froh, dass ich damals überhaupt damit angefangen habe und nicht gesagt habe, nee, ich habe eine schlechte Kamera und sonstiges, ich mache das gar nicht oder so, weil ich will es irgendwie nicht mehr missen. Natürlich habe ich nicht immer Zeit, ein Video zu drehen, aber ich versuche schon so oft wie möglich ein Video zu drehen. Ich denke mal, damit habe ich mich auch verbessert. Ich meine, ganz früher, also wo ich noch angefangen habe damit, kam, glaube ich, öfters ein Video hoch als heute, also als wie es jetzt so ist. Aber egal, ich versuche es einfach, weil mittlerweile ist mein Internet, ich kann keine Videos mehr an meinem Computer hochladen, weil mein Internet total schlecht ist. Also ich habe mittlerweile auch gar kein Internet mehr hier oben auf meinem Computer. Deswegen muss ich immer alles auf den Stick machen und dann unten hochladen. Und da ich ja nicht in Berlin wohne und eher auf so einem Dorf wohne, sind die Videos auch nicht gerade so gut, weil, also ist der Internetempfang oder wie man sich das nennt, auch nicht so gut. Und deswegen wird das hier halt auch länger dauern, immer mit den Videos hochladen. Deswegen wird das mit diesen Konzepten nicht so gut klappen, wo ich dann immer sage, ja, freitags lade ich, sage ich mal, immer ein I-Like-Video hoch, dann und dann lade ich immer ein Lava-Video hoch, weiß ich. Also das wird halt nicht klappen. Ja, aber ich bin halt so, ich habe halt anfangs wirklich nur mit so einer Webcam gearbeitet.
ich sag einfach gearbeitet. Und die Videos waren schlecht, also, naja, was halt so schlecht fand ich jetzt meine Konzepte auch nicht, aber die Bildqualität war schlecht und der Ton war schlecht. Und dann irgendwann habe ich halt gesagt, ich will mit einer richtigen Kamera ein Video, also so Videos drehen, weil sonst bringt das irgendwie nicht viel. Und dann habe ich mir halt zu Weihnachten eine Kamera gewünscht. Ich habe mir eigentlich eine Spiegelreflexkamera gewünscht, aber da eine Spiegelreflex ist an sich zwar nicht teuer, aber die Objektive sind immer sehr teuer, die sind immer teurer als die Kamera an sich. Und deswegen habe ich keine Spiegelreflex bekommen. Aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Natürlich ist eine Spiegelreflex immer am besten. Vielleicht würde ich auch mal irgendwann, wenn meine Kamera, die ich jetzt habe, den Geist aufgibt, mir auch mal eine Spiegelreflex kaufen. Aber das steht noch in den Sternen. Und das ist mir jetzt auch noch nicht so wichtig, weil ich habe eine Kamera, mit der ich aufnehmen kann, mit der ich auch sehr zufrieden bin. Und ich sag mal so, jetzt würde ich eher das Geld, sag ich mal, wenn ich Geld jetzt von mir nutzen würde für YouTube, dann würde ich das eher in andere Sachen reinstecken, wie zum Beispiel das Licht oder andere Dinge halt. Und auf jeden Fall bin ich froh, dass ich diese Kamera bekommen habe. Ich konnte mir ja aussuchen, entweder wieder eine so eine große, die ich jetzt habe, die halt aussieht wie eine Spiegelreflex, aber keine ist. Oder halt eine, die so ein bisschen aussieht wie so eine Digicam. Also ich glaube, das war auch eher so eine Digitalkamera. Und ich wollte natürlich eine haben, die aussieht wie eine Spiegelreflex. Irgendwo bin ich froh, dass ich die habe. Andersrum sage ich mir aber auch, die Digitalkamera hat das auch getan, weil die ist halt wirklich kleiner und kann ich überall mit hinnehmen. Also die kann ich auch schnell mal wegstecken, was ich bei der großen nicht machen kann. Und ich glaube, auch wenn ich eine Digitalkamera bekommen hätte, dürfte ich überall, denke ich mal, dort mit hin oder fast überall. Weil meine Eltern haben mir zum Beispiel gesagt, dass ich die damit nicht mit hinnehmen darf und da nicht mit hinnehmen darf, außer wenn sie halt dabei sind. Deswegen ist das immer ein bisschen schade. Deswegen kann ich halt auch nicht so viele Follow-Me-Around-Videos machen. Die kann ich halt immer nur mit meinem Handy machen und da ist die Qualität sehr schlecht. Und deswegen ist es doof, außer wenn meine Eltern halt mitkommen. Aber viele Sachen macht man ja schon gerne ohne seine Eltern. Und dann kann ich das halt nicht mit der Kamera drehen, was halt schon ein bisschen schade ist. Deswegen habe ich mir gesagt, irgendwie ist es schon schade, dass ich halt nicht die. Ich überlege aber, ob ich nochmal das raussuche, wie diese andere Kamera hieß. Und wenn ich dafür nochmal Geld habe, dass ich. Ich meine, das ist voll dumm eigentlich, aber dass ich dann so eine zweite Kamera habe. Und das wäre dann halt die Kamera einmal, die ich halt so mitnehme, wenn ich halt Follow Me Around drehe. Dass ich dann halt dort so eine kleine Kamera habe, mit der ich das halt mache. Und dann halt, wenn ich halt irgendwie in. Mit der Klasse irgendwie, also so war das ja immer, dass ich mit der Klasse auf Klassenfahrt war und dann brauchte ich ja irgendwie eine Kamera, aber konnte halt nicht meine mitnehmen. Aber dann könnte ich zum Beispiel dann halt diese kleine mitnehmen. Aber das steht halt alles noch in den Sternen. Und naja, aber ich bin sehr zufrieden mit meiner Kamera und auch wenn es kein Spiegelreflex ist, aber da diese Kamera gut ist, meiner Meinung nach, bin ich eigentlich zufrieden und sag mir, das muss keine Spiegelreflex sein. Weil da kosten ja die Objektive schon immer so viel und das brauche ich halt bei dieser Kamera nicht. Manche Leute werden dieses Video schon wieder voll langweilig finden, aber ich finde es toll, euch ein bisschen was aus meinem Leben zu erzählen. Deswegen werdet ihr wahrscheinlich auch gar nicht so viele Fragen an mich haben, weil ich eigentlich so schon immer recht viel aus meinem Leben erzähle. Und außerdem bin ich noch jung und mir ist noch nicht so viel Spannendes in meinem Leben passiert. Deswegen, ich habe eigentlich recht früh damit angefangen, sag ich mal, diese Videos zu drehen. Und ich weiß gar nicht, was ich so alles erzählen soll. Also ich habe jetzt eigentlich schon das meiste abgehakt. An die Hater da draußen, schreibt mir wenigstens, was ihr scheiße findet. Wenn ihr das nicht machen wollt, dann scheiße ich sowieso auf eure Meinung. Also von daher, schreibt mir nicht Sachen rein, die ich selber schon weiß. Das wäre schon nicht cool. Also das wäre halt cool, wenn ihr so nicht schreiben würdet, das ist scheiße und das ist scheiße. Oder wenn ihr halt alte Videos guckt und dort dann sagt, der Ton ist kacke und so. Das ist dann immer so unnötig halt. Und ja, an alle meine Abonnenten, ich liebe euch. Ich bin froh, dass es euch gibt. Und ich weiß nicht, was ich ohne euch machen würde. Und ich bin über jeden Einzelnen total froh. Und ich kann euch das gar nicht irgendwie zurückgeben. Also ich versuche jetzt schon mittlerweile auf eure Meinungen einzugehen, auf eure Fragen einzugehen, was einzubauen, was ihr sehen wollt. Und ich weiß gar nicht, ich kann mich gar nicht richtig bei euch bedanken. Es ist einfach, weil das so
ich will euch einfach umarmen. Ich weiß nicht, es macht mich einfach total glücklich. Ich bin eigentlich noch, kann man sagen, eigentlich bin ich ein Niemand auf YouTube bis jetzt noch, weil ich einfach nur nicht so viele Abonnenten habe wie manch andere. Aber ich bin jetzt schon stolz auf die Abonnentenzahl, die ich habe. Und ich weiß nicht, das wären immer mehr und ich bin einfach über jeden Abonnenten wahnsinnig stolz. Und vor allen Dingen Abonnenten, die mich schon seit Anfang an, sag ich mal, dabei sind, die werden meine Entwicklung, sag ich mal, gesehen haben. Und das ist schon was Schönes. Also ich weiß nicht, ich finde es immer wieder schön, so dieses alten Videos zu sehen und dann die neueren, wo ich dann so denke, krass, da hast du was gemacht. Und ich weiß nicht, also das ist so, so wahnsinnig schwer zu erklären. Und ja, also, ich sag, ich bin so unvorbereitet, aber so eine spontane Videos sind eigentlich immer ganz cool. Vor allen Dingen, weil mir dann immer was einfällt. Ja, diese Laber-Videos werden auf jeden Fall öfters noch kommen und die werden halt immer ziemlich lange gehen eigentlich. Weil ich denke mal, dieses Video hier ist bestimmt auch schon ziemlich lange. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll noch. Ich werde versuchen, so oft wie möglich Videos hochzuladen. Ich werde vielleicht, wenn ich mit der Schule fertig bin, nicht so viel Zeit haben, weil ich werde wahrscheinlich noch mehr Schule machen und bla bla bla. Aber vielleicht, irgendwann vielleicht finde ich ja dann noch mehr Zeit und ich versuche einfach, in den nächsten Laber-Videos erzähle ich euch auch nochmal was über meine Berufe. Also es kommen noch, es folgen noch viele Laber-Videos. Also ich habe schon mal viele aufgeschrieben. Wenn ich danach keine. Also ihr könnt mir unter jedes Laber-Video könnt ihr mir schreiben, mach mal ein Video zu dem oder mach mal ein Video zu dem. Also in den Laber-Videos. Oder ihr könnt es auch unter andere Videos schreiben, aber dann müsst ihr halt schreiben, Thema für ein Laber-Video. Ich will es nicht Laber-Ecke nennen, weil sonst es ist ja geklaut von Ape Crime, deswegen nenne ich es einfach Laber-Video. Ja, und ich bin froh, euch zu haben. Und ich kann es euch nicht zurückgeben, aber ich gehe auf eure Wünsche ein und versuche das zu machen, was ihr möchtet. Und natürlich, außer es sind Sachen, die wahnsinnig teuer sind, für die ich kein Geld habe. Zum Beispiel fliegt man nach Amerika und macht dort ein Follow Me Around und so. Oder so ein Tagebuch halt, so wie ich schon mal das gemacht habe mit meinem Praktikum. Das ist sowas, wo ich sage, nee, das kann ich leider nicht machen, auf solche Wünsche eingehen. Vielleicht fliege ich ja irgendwann mal nach Amerika, weil das ist auf jeden Fall ein Wunsch von mir. Und ja, da würde ich euch dann wahrscheinlich sowieso mitnehmen. Aber wie auch immer, ja, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Vielleicht habe ich auch unzählige Sachen vergessen und habe das meiste drumherum geredet. Aber ja, ich glaube, das war es auch schon mit diesem Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schreibt mir Sachen für ein Laber-Video in die Kommentare. Schaut in die Infobox. Dort habe ich mein Facebook, mein Instagram. Also halt so diese ganzen Plattformen, ne? Vielleicht habe ich auch bei Twitter. Keine Ahnung, aber das. Ich bin so unaktiv, aber ja, in meinem Leben passiert bis jetzt auch noch nicht sehr viel. Aber ich bin froh, euch zu haben und ich sag das jetzt so oft, aber ich weiß nicht, wie ich euch das zurückgeben soll. Das ist so wahnsinnig schwer. Ich weiß nicht, ob das dumm kommt, wenn ich jetzt die Kamera umarme, aber seht es einfach mal als Umarmung an euch an. So, ich weiß nicht, das kommt jetzt bestimmt voll doof. Aber ich umarme jetzt die Kamera und seht es einfach als Umarmung für euch. Weil ich bin froh, euch zu haben. Also, da ist halt, ja. Diese Videos würden ganz cool immer kommen, wenn die sonntags kommen, weil man da ja immer, sag ich mal, am gechilltesten ist. Ja, ich weiß nicht, ob ich richtig für diese Videos was finde, einen richtigen Platz. Also sag ich mal, weil ich bin ja so ohne Konzept. Aber egal. Ich bin froh, dass euch meine Videos trotzdem gefallen. Und damit dieses Video nicht unendlich lang wird, vielleicht habe ich viele Sachen vergessen. Das tut mir dann wahnsinnig leid, aber ich hoffe, dass dieses Video euch trotzdem gefallen hat. Und ja, damit dieses Video nicht noch länger wird und ich noch weiter ständig sage. Sag ich einfach mal bis zu meinem nächsten Video und ich hoffe, dass euch diese Videos gefallen und ciao.